Müssen wir Angst um unsere Jobs haben? Die hohen Energiepreise stellen viele Firmen vor große Herausforderungen. Die ersten machen dicht. Wir haben wirklich Existenzangst in der Beziehung, was unsere Jobs betrifft, was unser Alter betrifft. Und ich bin der Meinung, da muss ein Herr Scholz endlich auch mal Eier zeigen und auf den Tisch hauen. Und die Betroffenen, die treibt es auf die Straße. Also für mich ist es das erste Mal, dass ich demonstrieren gehe. Grund dafür ist ganz einfach die jetzige Situation. Jobverlust, Preise steigen ohne Ende. Es drohen Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Bei Dachziegeln ist es katastrophal. Man muss davon ausgehen, dass die Unternehmenspleiten zunehmen werden, auch drastisch zunehmen können. Inflation, explodierende Gasrechnung und die ersten Firmen machen dicht. Auf was steuern wir diesen Winter zu? Für viele von uns sind das gerade echt keine einfachen Zeiten. Wir haben Inflation, wir haben explodierende Energiekosten und das alles nach 3 Jahren Corona. In meinem Umfeld überlegen gerade viele Leute, wie sie Energiekosten sparen können, wie sie irgendwie über den Winter kommen. Und die Leute, die wir jetzt besuchen, die haben nochmal ganz andere Probleme. Bei ihnen geht es um die wirtschaftliche Existenz. Im thüringischen Triptes lerne ich Petra Titel kennen. Seit 6 Jahren ist die gelernte Bürokauffrau im Vertrieb dieser Porzellanfabrik beschäftigt. Wegen der Gaskrise soll das Werk schließen. Nur noch Wochen bleiben ihr hier. Sie hat die Kündigung bekommen. Wie ist das denn für Sie, heute zur Arbeit zu kommen? Hier ist man bei der Arbeit abgelenkt, aber zu Hause kommen eben die Grübeleien und die traurigen Gedanken. Anfang September wurde der 58-Jährige gekündigt, wie all den anderen knapp 100 Beschäftigten. Für Petra Titel ein Schock. Also das allererste Mal habe ich tatsächlich als Ferienarbeiterin in den 80er Jahren hier in der Porzellanfabrik gearbeitet. Und schon da hat es mir sehr gut gefallen und stand eigentlich für mich fest, eines Tages möchte ich gerne mal hier arbeiten. Ich will mir ansehen, wie die Lage im Werk ist. Inhaber Rolf Rohwein zeigt mir die Produktion. Noch laufen die Maschinen. In diesen Hallen wird seit rund 130 Jahren Porzellan hergestellt. Die Angestellten fertigen hier in Schichtarbeit Teller, Tassen und Kochtöpfe. Die Auftragsbücher von Rolf Rohwein sind voll. Und trotzdem, zum Jahresende sollen hier die Öfen für immer ausgehen. Ich habe das Unternehmen vor 17 Jahren aus der Insolvenz übernommen. Wir stehen wirtschaftlich total solide da und hätten von dem her eigentlich überhaupt keinen Grund, das Unternehmen zu schließen. Das Problem ist das Gas. Zum Jahresende läuft der Vertrag aus. Rohwein rechnet mit einer Verdreifachung der Energiekosten ab Januar. Das kann er nicht bezahlen. Einmal zur Relation. Das Werk verbraucht in etwa so viel Gas wie 500 Einfamilienhäuser. Bei einer Mitarbeiterversammlung Anfang September musste er seinen Angestellten die drohende Schließung verkünden. Das war eine sehr hochemotionale Betriebsversammlung, wo es viele Tränen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von mir gegeben hat. Das war schon sehr, sehr schwer. Am Ende geht es für viele um die Existenz. Ich kann mit Jeanette Kühnert sprechen. Seit 6 Jahren arbeitet sie hier im Werk. Sie hat Angst, sich beruflich komplett umorientieren zu müssen. Ja, im ersten Moment erstmal Schock. Und dann, als man zu Hause war und das realisiert hat, also was heißt realisiert, habe ich es eigentlich immer noch nicht so richtig. Also es ist irgendwie schwer zu begreifen, dass aufgrund der Gaspreise jetzt geschlossen werden muss. Zusammen mit anderen aus dem Werk will Jeanette gegen die Schließung demonstrieren. Wir begleiten sie dabei. Doch dazu später im Film. Wie ist das bei euch? Habt ihr Angst um eure Jobs? Schreibt es in die Kommentare. Nicht nur das Porzellanwerk soll schließen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat im August folgende Prognose gegeben. Bis Ende des kommenden Jahres könnten rund 337.000 Menschen ihren Job verlieren. Darüber will ich mit einem Experten sprechen. Man muss davon ausgehen, dass die Unternehmenspleiten zunehmen werden, auch drastisch zunehmen können. Das ist Maurice Höfgen. Er ist Ökonom, Buchautor und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für einen Bundestagsabgeordneten der Linkspartei. Die bisher vom Bundestag beschlossenen Entlastungspakete hält er für nicht umfassend genug. Ein Problem sei die Schuldenbremse. Noch hat es die Regierung in der Hand, ob sie ausreichend Unternehmenshilfen und Entlastungen schnürt. Aber wenn sie sich an die Schuldenbremse ketten, ab 2023 wieder, dann wird das Geld fehlen, um eine solche Pleitewelle abzuwenden.
Das ist so ein bisschen wie ein Domino-Effekt. Wenn das erste Unternehmen pleite geht, dann werden die Mitarbeiter entlassen. Die haben dann auch Einkommen, was sie verlieren. Das geben sie weniger aus. Und das hilft, bringt dann natürlich auch andere Unternehmen unter Bedrulliert. Wenn die ersten Dominosteine gefallen sind, dann wird es sehr schwer sein, das aufzuhalten. Wir sind auf dem Weg nach Sachsen-Anhalt zu einem anderen Unternehmen, das viel Gas verbraucht. Hier werden Dachziegel gebrannt bei 1000 Grad. Das Werk bei Magdeburg gehört dem Branchenriesen Nelskamp. Anfang September mussten an diesem Standort 3 der 4 Öfen stillgelegt werden. Werksleiter Dieter Beckert zeigt mir das Problem. Wir stehen jetzt hier leider vor einem leeren Tunnelofen, was eigentlich für uns eine völlig außergewöhnliche Situation ist. Produziert wird hier normalerweise ohne Pause, 7 Tage die Woche. Das Pensum von 100.000 Ziegeln am Tag, erstmal Geschichte. Stillstand trotz voller Auftragsbücher bis ins zweite Quartal des nächsten Jahres. Vor 2 Jahren hatten wir Gaspreise, zum Beispiel lagen bei 20 Euro für 1 Megawatt. Wie wir abgeschaltet haben, lagen wir bei 320 Euro, also absoluter Irrsinn. Diese Preissteigerung sei am Markt nicht durchsetzbar. Deshalb sei momentan mehr als jeder zweite Beschäftigte in Kurzarbeit. Zurück bleiben leere Hallen, die fast gespenstisch wirken. Nur vereinzelt werden hier noch Reparaturen durchgeführt. Ein Produktionsstopp aufgrund der Gaspreise, darauf war man hier nicht vorbereitet. Machen wir uns nichts vor, so billig wie vor dem Krieg wird Gas hier wahrscheinlich nicht mehr. Wie soll der Staat entscheiden, welche Unternehmen er rettet und welche auch nicht? Das haben wir Professor Rein Kropp gefragt. Er ist Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung aus Halle. Ja, es ist sinnvoll, wenn der Staat, wie in der Corona-Krise, Unternehmen unterstützt, die temporäre Probleme haben. Aufgrund der das Restaurant kann nicht öffnen, deswegen ist es sinnvoll, das zu unterstützen, aber das Restaurant hat ein sinnvolles Geschäftsmodell, wenn die Corona-Krise wieder vorbei ist. Diese Energiekrise ist eine andere Art von Krise, weil wir damit rechnen, dass Energiekosten auch mittelfristig deutlich höher sein werden. Das heißt, bestimmte Unternehmen, die energieintensiv produzieren, werden mittelfristig kein sinnvolles Geschäftsmodell haben. Das heißt, sie werden am Ende verschwinden müssen oder ihr Geschäftsmodell dramatisch anpassen müssen. Und diese Unternehmen zu unterstützen aus staatlicher Sicht ergibt eigentlich keinen Sinn. Ich treffe Günther Seifert. Normalerweise würde er um diese Uhrzeit die Produktion der Dachziegel überwachen. Doch momentan sitzt er in Kurzarbeit zu Hause. Die neue freie Zeit ist für den Witwer kein Gewinn. Ich kann mich mit dieser Situation gar nicht anfreunden, weil mein Lebensinhalt hat bis jetzt immer nur bestanden in Arbeit. Und man war immer loyal der Firma gegenüber und hat vielleicht auch überdurchschnittlich manchmal gewisse Sachen geleistet und nun zählt das alles nicht mehr. Keiner kann sagen, wie es weitergeht, keiner kann sagen, wie es endet. Über 20 Jahre hat Günther Seifert hier gearbeitet. Die ersten Maschinen hat er mit aufgebaut. Jetzt steht der 62-Jährige vor unsicheren Zeiten. Dass er den Niedergang der Firma miterlebt, hätte er nicht gedacht. Nur wenige Jahre vor der Rente bekommt er nur noch knapp über die Hälfte seines Lohns. Von der Politik ist er enttäuscht. Die Verkäuferin an der Kasse sagt nur 50 Euro. Wenn ich aber 4.000, 5.000 in der Tasche habe, ist das egal. Wenn ich aber plus 1.300 oder 1.500 habe, ist das nicht mehr egal. Und das realisieren die nicht. Und wie geht es denen, die auf die Ziegel angewiesen sind? Ich treffe Dachdecker Fabian Vogt auf seiner Baustelle in Parey an der Elbe. Keine einfache Zeit für ihn. Für einen Ziegel zahlt er momentan doppelt so viel wie vor einem Jahr. Bei Dachziegeln ist es katastrophal. Ja, das Dachziegel, Mauersteine, das ist Katastrophe. Und dann kommt halt noch dazu diese langen Lieferzeiten. Wenn ich Holz bestelle, bekomme ich das vielleicht im Februar oder März. Sonst im letzten Jahr oder in den letzten 15 Jahren waren wir das gewohnt, heute bestellen und in 5 Werktagen geliefert bekommen. Ja. Die fetten Jahre im Handwerk, so die Befürchtung, sind erst einmal vorbei. Die Ziegel für dieses Dach hat Vogt schon im Mai gekauft. Sein Glück, denn seitdem habe es 3 Preiserhöhungen gegeben. Der Kunde hat einen Festpreis vereinbart mit uns. Und der Kunde selber kann auch gar nicht mehr zahlen, weil die Finanzierung dieser Sanierung hier stammt aus dem letzten Jahr. Bei einer Preiserhöhung
von uns jetzt würde dieser Auftrag sicherlich wegfallen, weil der Kunde hat nicht mehr Geld. Also die Bank finanziert nur eine bestimmte Summe und dann ist Ende. Aber heißt, auf den Mehrkosten bleibst du sitzen? Genau. Diese Preiserhöhung von den Dachziegeln mussten wir schlucken. Nicht nur die Materialien werden teurer, auch die Kunden werden vorsichtiger. Bis Mai hat Vogt noch Arbeit, doch er fürchtet, die Aufträge könnten sich im nächsten Jahr halbieren. Schlecht für den Unternehmer, Krise für seine 10 Mitarbeiter. Ich unterhalte mich mit Matthias Dünkler. Der Familienvater ist bisher einmal im Jahr zum Angeln nach Norwegen gefahren. Ob er sich das noch leisten kann, weiß er nicht. Ich habe Angst, dass vielleicht die Aufträge weniger werden, nächstes Jahr oder so. Und dass man den Job verliert vielleicht. Ja. Alles wird teurer. Man weiß ja nicht, wo die Reise hinführt. Wir verdienen nun nicht alle die Millionen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Es bleibt jetzt schon kaum was über. Die Angst um den Job ist in Mitteldeutschland präsent. Das zeigen auch neue Zahlen von MDR Fragt. Die Befragung ist nicht repräsentativ, wird aber wissenschaftlich begleitet. Von den knapp 30.000 Befragten hat fast jeder fünfte Arbeitstätige Angst, den Job zu verlieren. Zudem überlegen 16% aufgrund der Preissteigerung, den Job zu wechseln. Was interessant ist, nur 2% gaben an, in den letzten Monaten aufgrund der Krise ihren Job wirklich verloren zu haben. Was dominiert, sind also momentan keine Kündigungswellen, sondern die Angst, der eigene Lebensstandard könne sinken. Auch Wirtschaftsforscher warnen vor einem harten Winter für die deutsche Konjunktur. Das IFO-Institut rechnet aus, jetzt wächst das Bruttoinlandsprodukt noch, im kommenden Jahr soll es um 0,3% schrumpfen. Es ist Montag und wir sind noch einmal auf dem Weg nach Triptis, dem Ort des Porzellanwerks. Heute soll hier wieder demonstriert werden. Vor ein paar Wochen tauchte dieses Transparent am Ortseingang auf. Die Werksschließung sorgt in der Kleinstadt für Unruhe. Mehrere Dutzend Menschen ziehen durch Triptis. Die bisherigen Entlastungen reichen den Demonstranten nicht aus. Auch Angestellte aus dem Werk laufen mit. Wir treffen Jeanette Kühnert wieder. Und haben Sie schon was Neues in Aussicht, jobmäßig? Nein. Ich habe mich da jetzt auch gar nicht, immer noch nicht drum gekümmert, was Neues zu bekommen. Ja. Einfach, weil ich zum einen die Hoffnung habe, dass es irgendwie noch weitergeht. Und zum anderen, ja, kann mir ja keiner die Sicherheit geben, dass es irgendwo dauerhaft weitergehen kann. Also ich meine, jede Firma ist ja irgendwo betroffen von den Energiepreisen. Montags auf die Straße. Das hätte sie sich bisher nicht vorstellen können. Also für mich ist es das erste Mal, dass ich demonstrieren gehe. Ich war bisher noch nicht. Grund dafür ist ganz einfach die jetzige Situation. Jobverlust, Preise steigen ohne Ende. Viele der Teilnehmer sind aus Triptis. Angemeldet ist die Versammlung nicht. Die Teilnehmer verabreden sich über eine Facebook-Gruppe. Gepostet werden die Demo-Aufrufe von einer AfD-Funktionärin. Am Abend kommt das Fronttransparent von der Gruppe Freies Thüringen. Eine Organisation, die laut Verfassungsschutz schon zentral für die Corona-Proteste mobilisierte und die auf ihrem Telegram-Kanal auch Inhalte amtsbekannter Rechtsextremisten verbreitet. Ich treffe Monique Sundermann. Die 37-Jährige hat auch im Porzellanwerk gearbeitet. Sie erzählt mir, seit der Sprit so teuer ist, ginge sie demonstrieren. Und nicht nur hier. Privat geht es ihr nicht schlecht. Einen neuen Job hat sie schnell gefunden. Für uns, wir sind halt eine kleine Stadt, wir sind eng miteinander verbunden. Und da hat das schon, also ich sag ganz ehrlich, an meinem letzten Tag habe ich dort geheult, geweint. Und ich war erst 5 Jahre da. Wie geht's den Leuten, die 40 Jahre dort sind? Dein Werk macht zu und du hast jetzt einen neuen Job. Und trotzdem bist du hier auf der Straße. Ja. Warum? Weil es auch anderen Leuten so gehen kann. Noch sind nicht viele Firmen zu. Aber weißt du, wie es in 3 Monaten aussieht? Die Politik hat jetzt was beschlossen, was erst im Februar, März zustande kommen soll. Bis dahin sind noch mehr Firmen zu. Das heißt, noch mehr Leute arbeitslos. Monique sagt, sie fühle sich von keiner Partei repräsentiert. Dass auch hier Leute mit rechter Gesinnung mitlaufen, nimmt sie in Kauf. Die Bundestag ist zum Wohle des deutschen Volkes. Die sind nun mal dabei und das ist so und das ist halt ihr gutes Recht, das ist in Deutschland so. Ob man dafür ist oder dagegen, das stellt sich jetzt hier nicht die Frage. Aber man sollte sich doch mal überlegen von den Parteiträgern, warum halt Andersdenkende sich trotzdem diesen Leuten anschließen.
wenn es denen doch schon so steht, das muss doch ein Alarmzeichen sein. Meinst du, den Leuten ist es irgendwann egal, ja, mit wem sie laufen? Einigen wird es dann. Es wird einigen egal sein. Wirklich. Weil die einfach fertig sind, die Leute. Da ist es egal, mit wem du läufst. Hauptsache, du läufst. Am selben Tag wurden die Ergebnisse der Gaskommission vorgestellt. In den nächsten Monaten soll es neue Entlastungen geben. Den Demonstrierenden in Triptis reicht das nicht aus. Zurück in Sachsen-Anhalt in der Ziegelei. Günther Seifert will mir seinen eigentlichen Arbeitsplatz zeigen. Seit einem Monat sitzt er in Kurzarbeit zu Hause. Mittlerweile hat er Jobangebote anderer Firmen bekommen. Es gibt schließlich Fachkräftemangel. Doch seinen Betrieb will er nicht im Stich lassen. Der stellvertretende Werksleiter könnte gute Nachrichten haben. Schönen guten Tag, Herr Seifert. Schönen guten Tag, Herr Schürmann. Wie geht's? Mir geht's nicht gut, Herr Schürmann. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich würde gerne arbeiten, aber derzeit, wie es aussieht, ist es ja nicht möglich. Wir würden alle hier gerne weitermachen, ja. Also es gibt gewisse Hinweise aus der Unternehmensleitung, dass wir eventuell das Werk 1 wieder starten und das Zubehörwerk. Das funktioniert aber leider nur, wenn wir entsprechende Signale aus Berlin bekommen. Ich bin der Meinung, da muss ein Herr Scholz endlich auch mal Eier zeigen und auf den Tisch hauen und sagen, so, wir müssen jetzt hier einen gemeinsamen Konsens finden. Ja. Man hört es immer wieder, ich kann es nicht mehr hören, Signale sind gesetzt, ich bin nicht auf dem Bahnhof. Jeder wartet auf das Abfuhrsignal und es kommt nicht. Ja. Es passiert einfach nichts. Und wir reden und reden und letztendlich kommt ja meine Rechnung trotzdem. Und ich muss sie bezahlen. Hier oben auf der Brücke hat Günther Seifert die Pressen der Dachziegel überwacht. Die Bildschirme laufen noch, aber drumherum alles verwaist. Seiferts Pensum bis zu 200 Stunden im Monat. Er ist stolz auf seine Arbeit. Also diese Arbeit erfüllt mich schon, aus dem einfachen Grunde, weil ich ja sehr gefordert bin. Es ist nur nicht nur eine reine Überwachungstätigkeit, die hier gemacht wird, sondern man ist maßgeblich daran beteiligt, an die Qualität des Ziegels. Ein Monat Stillstand. Nicht nur für die Unternehmensbilanzen eine Belastungsprobe. Das Schlimme ist, man kann mit niemandem richtig darüber reden. Und man fühlt sich im Stich gelassen. Und wie gesagt, wenn die Tür zugeht, dann wird es leise. Und dann ist es ruhig. Und dann fängt das Gedankenkarussell an. Hat man was falsch gemacht? Was ist hier los? Stehe ich das durch? Was wird geschehen? Dass mich selber mal diese Ängste berühren, hätte ich nie gedacht. Ist aber jetzt so, ist aktuell. Dieser Frust wächst von jedem Tag mehr. Zur Untätigkeit verdammt zu sein, eben halt nichts zu tun. Günther Seifert hofft, dass er bald an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann. Ich erfahre vom Geschäftsführer, dass er die Öfen wieder anstellen wolle. Aber dafür braucht er einen stabilen Preis für das Gas. Und diese Garantie können ihm gerade kein Lieferant geben. Noch kein Aufatmen in Triptis. Gibt es keine Wirtschaftshilfe für ihre Firma, wird Petra Titel Ende Dezember ihren Job in der Porzellanfabrik verlieren. Die Sicherheit der vergangenen Jahre plötzlich verschwunden. Hallo. Hallo. Ihr Mann Carsten besitzt seit 32 Jahren ein Reisebüro am Markt. Dem Ehepaar drohen beide Einkommen wegzubrechen. Schon jetzt sagen die ersten Kunden ab. Es kommen auch viele Leute und sagen, ach Carsten, das müssen wir diesmal ausfallen lassen, Urlaub. Wir müssen erst mal sehen, wie die Preise, siehst du ja, dass die hochgehen. Und wenn jetzt noch die Gaspreise und Strompreise steigen, dann müssen wir erst mal aussetzen. Carsten Titel erzählt mir, er komme nur auf knapp über die Hälfte der Buchung im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Schon zu Beginn der Pandemie musste er seine einzige Angestellte entlassen, nach 29 Jahren Zusammenarbeit. Es kann keiner mit der Glaskugel in die Zukunft gucken, ist schon klar. Also wir haben wirklich Existenzangst in der Beziehung, was unsere Jobs betrifft, was unser Alter betrifft. Ich habe Angst, dass das auch krank macht. Das lässt einen nicht mehr los. Man träumt schlecht, man schläft schlecht. Das sind wirklich Fakten. Das ist nicht, dass man das so erzählt. Das ist wirklich so. Diesen Herbst hat ganz Deutschland gemerkt, wie abhängig wir eigentlich von russischem Gas sind. Den energieintensiven Firmen und deren Umfeld stehen schwierige Monate bevor. Ich habe gesehen, wie schlecht die Stimmung gerade vielerorts ist. Und auch wenn jetzt Entlastungen kommen, haben viele einfach Angst vor sozialem Abstieg. Wie seht ihr das? War das Ganze jetzt nur ein Vorgeschmack auf das, was uns nächstes Jahr erwartet? Schreibt es in die Kommentare.